Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So, Freunde, ich habe wieder 10 Pieces rausgesucht, die es auf jeden Fall wert sind abzuchecken. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos am Start, denn dann gibt es noch ein kleines Gewinnspiel. Ich laber schon wieder viel zu lang, deswegen fangen wir an mit dem ersten Piece. Und das erste Piece ist folgendes. So, Leute, das erste Piece, was ich gefunden habe, ist eine ziemlich coole Cargo Shorts. Die gibt es aktuell bei H&M. Finde ich, sieht sehr, sehr nice aus. Hat so ein bisschen diesen Jogginghosen-Flair. Vom Fit her sehr cool. Die Farbe hat mir extrem gut gefallen. Muss man natürlich schauen, welche Größe man bräuchte. Ich würde jetzt Richtung M oder L tendieren. Aber für 15 Euro, meiner Meinung nach, kann man nicht viel verkehrt machen. Und gerade diese Kombo, diese Beige-Kombo, finde ich sehr nice. Kann man gut zu weiß, zu braun oder halt auch zu beige anziehen. Oder zu schwarz. Ich finde, die Shorts kann man sehr cool einsetzen. Dementsprechend checkt ihr auf jeden Fall ab für 15 Euro. Eine dicke Empfehlung ist rausgesprochen. Und das war Piece Nummer 1. Kommen wir zum Piece Nummer 2. Und das Piece Nummer 2 sind Vintage Pieces. Und die gibt es gerade aktuell bei Urban Outfitters. Achtet bitte darauf, jedes Teil ist einzigartig. Steht auch hier. Das heißt, ihr kriegt nicht unbedingt diese Jacke. Die Jacken können verschieden aussehen. Das könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Sind sehr nice Pieces dabei. Ist auch eine One-Size-Geschichte. Also die werden so Richtung M, L ausfallen. Achtet da drauf und gegebenenfalls könnt ihr es ja auch noch zurückschicken. Das ist auf jeden Fall die Möglichkeit, sowas immer zurückzuschicken. Wenn ihr was im Internet kauft, habt ihr immer die Möglichkeit, sowas 2 Wochen lang zurückzugeben. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall eine coole Variante, so eine Jeansjacke nochmal ein zweites Leben einzuhauchen und dass ihr die da rockt. Auf jeden Fall eine kleine Empfehlung. Und finde ich sehr nice, deswegen habe ich es mit reingenommen. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece habe ich gefunden bei ASOS. Ich muss euch ehrlich zugestehen, ich bin nicht so der riesige Fan von ASOS, weil die Sachen sehen auch hier immer extrem nice im Online-Shop aus. In echt haben die mich oft enttäuscht und ich habe oft viele Sachen zurückgeschickt. Nichtsdestotrotz habe ich einfach geschaut und ich habe hier so ein Kurzärmel Viskosehemd gefunden mit einem sehr coolen Fit. Dementsprechend habe ich das einfach mit reingenommen, so ein dunkelblauer Ton. Dadurch, dass es Viskose ist, wird es auch recht angenehm auf der Haut zu tragen sein. Trotzdem immer erstmal abchecken das Piece, bestellen und gegebenenfalls halt zurückschicken. Vom Fit her sieht es sehr nice aus. Ich würde es auch so Richtung ML tendieren. In dem Fall, glaube ich, würde ich sogar eher Richtung M gehen, obwohl der Typ ist nochmal einen Ticken größer als ich. Vielleicht würde ich sogar Richtung S gehen, muss man natürlich schauen, welche Größen noch am Start sind. Fand ich nice, deswegen ist es mit dabei und Piece Nummer 3. Bleiben wir beim Thema Hemden und das nächste Hemd ist dem ziemlich ähnlich, aber hat einen ganz anderen Style und einen ganz anderen Fit. Dementsprechend habe ich das Hemd bei Zalando gefunden, ist vom Mango Man, finde ich sehr cool. Mir gefallen die Farben extrem gut, auch wie die das gestylt haben mit der Chino, dieser lockeren Lion-Chino, finde ich sehr nice. Sehe ich mich persönlich extrem drin, im Sommer sowas so zu tragen und ich fand diese Farben, dieses Dunkelblau mit diesem Kupfer- und Bronzeton und Rotton, finde ich sehr nice, passt sehr gut zusammen, erst recht, wenn man so ein bisschen braun gebrannt ist, sehr cool, deswegen auf jeden Fall auch hier eine dicke Empfehlung ausgesprochen. Preistechnisch sind wir bei 40 Euro, ist natürlich nicht ganz so günstig, ist aber auch nicht unverhältnismäßig teuer, dementsprechend finde ich es cool und auch das hat es in die Favorite Pieces der Woche reingeschafft. Machen wir weiter mit dem nächsten Piece und das nächste Piece ist kein Piece, denn es ist eine Empfehlung und zwar gibt es ein paar Mal im Jahr das sogenannte Suit Supply Outlet. Da kriegt man nur begrenzt Zugang zu und ich habe da Zugang zu bekommen. Da braucht man allerdings ein Passwort. Passwort findet ihr unten in der Infobox und hier könnt ihr nochmal coole Sachen für einen kleineren, also quasi wie ein Sale bei Suit Supply, den es eigentlich niemals auf der Webseite gibt. Hier müsst ihr aber wirklich schnell sein, weil diese Webseite nur für ein paar Tage aktiv ist und danach wieder deaktiviert wird. Falls ihr einen Anzug sucht, egal ob es jetzt für die Hochzeitssaison ist oder ich sag mal einfach so für die Arbeit oder für irgendwelche Freizeit, wenn ihr sowas gerne in der Freizeit tragt, hier könnt ihr wirklich gerade aktuell einen coolen Euro sparen und ihr findet zum Beispiel nicht nur Anzüge, ihr findet ja verschiedenste Sachen, also Mäntel, Jacken, Schuhe und deswegen ist es kein einziges Piece, aber es ist ein Hinweis, weil wie gesagt, dieser Online-Shop ist nur für eine ganz begrenzte Zeit online. Und da könnt ihr einfach mal reinstöbern und schnuppern, ob euch da was gefällt. Ich habe da jetzt wirklich nicht extra ein Piece rausgesucht. Ich gucke da immer nach und finde ich auf jeden Fall cool, deswegen habe ich es mit reingenommen. Kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich gefunden bei Essence. Und zwar nochmal einmal dieser Classic Vans Authentic. Allerdings in der LX-Variante. Was ist jetzt die LX-Variante? Dann habt ihr, ich scroll mal ein bisschen runter, hier über dem Stoff so ein bisschen mehr Schutz. Das ist eigentlich, ich glaube, die Pro-Skate-Variante.
steine ich mich jetzt nicht, wenn das nicht korrekt ist, aber normalerweise müsste es so ein bisschen mehr Schutz beim Skaten geben. Dafür sind die Schuhe eigentlich gedacht, aber ich finde sie sehr nice als Sommerschuhe und dementsprechend habe ich die einfach nochmal mit reingenommen. Finde ich persönlich, ist ein sehr, sehr cooler Sommerschuh und kann ich mich auf jeden Fall diesen Sommer noch dran gewöhnen und wird auch auf jeden Fall auf meine Liste kommen, dass ich mir so einen Schuh nochmal hole. Und gibt es in verschiedenen Farben, seht ihr hier unten, oder auch die normalen Oldschool Vans, auch in der LX-Variante, findet ihr auch da. Dementsprechend, das ist mein Piece Nummer. Dementsprechend, das ist mein Piece Nummer 6. Finde ich sehr nice und meiner Meinung nach dieses Jahr auf jeden Fall cool wieder rockbar. Oldschool Vans oder eigentlich sind sie nie out. Dementsprechend finde ich es nice und ich habe sie mit reingenommen. So Leute, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece habe ich bei Enclosing gesehen. Und zwar geht es hier um dieses A Batting Ape T-Shirt, was mir eigentlich persönlich gut gefällt. Ich habe aber gesehen, dass die ohne Ende Restock bekommen haben. Dementsprechend, wenn ihr sowas sucht, weil in Deutschland ist sowas immer extrem schnell vergriffen, checkt das auf jeden Fall ab. Bei Enclosing findet ihr gerade jede Menge Sachen und die sind gerade frisch reingekommen. Also da könnt ihr nochmal das ein oder andere Piece kriegen, was ihr zum Beispiel in Deutschland gar nicht so einfach bekommt. Dementsprechend sehr nice. Und mir hat jetzt zum Beispiel einfach mal dieses T-Shirt hier gut gefallen. Sehr simpel, nothing wirklich special, aber ich finde es cool. Dementsprechend, Babe, kriegt ihr aktuell bei Enclosing und darum nochmal Hinweis, wie ihr seht, größentechnisch noch alles am Start. Müsst ihr aber allerdings auch schnell sein, weil die Sachen sind auch immer relativ schnell vergriffen. Kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist auf jeden Fall eine Sommerduftempfehlung. Die habe ich jetzt hier auf Parfumo aufgemacht, weil das nochmal ein kleiner Hinweis ist. Ich packe auch nochmal unten in die Infobox dann natürlich einen Link rein, wo ihr sowas bekommt. Aber bei Parfumo, wenn ihr da nach Düften sucht, kriegt ihr direkt immer eine Bewertung. Und das finde ich sehr, sehr nice, weil dann seht ihr direkt immer, wie gut der Duft ist. Also nach den Bewertungen könnt ihr echt gut gehen, denn wenn der eine hohe Bewertung hat, ist der Duft dann echt auch wirklich gut. Haltbarkeit etc. Und das ist für mich wirklich ein idealer Sommerduft. 1969 Capri habe ich zuletzt in L.A. gerochen, finde ich sehr cool. Muss ich mir unbedingt noch kaufen, muss ich ganz ehrlich zugestehen, habe ich noch nicht zu Hause, aber ist auf jeden Fall ein Piece, was ganz, ganz oben auf meiner Liste drauf ist und könnt ihr auf jeden Fall abchecken, ist so ein zitroniger Duft, aber sehr cool und dementsprechend, ich mag das extrem und ist eine Empfehlung, aber geht erst vorher in den Laden und oder bestellt euch ein Pröbchen und dann könnt ihr gucken, ob der Duft auch was für euch ist. Für mich ist es auf jeden Fall was. Kommen wir zum vorletzten Piece und das vorletzte Piece habe ich gesehen bei Urban Outfitters und es gibt viele Leute, die aktuell coole Cargo Shorts suchen. Ich habe diese Shorts in zwei Farbvarianten gefunden, einmal in schwarz und einmal in so einem Beige-Ton. Natürlich preistechnisch wesentlich teurer als die vom Anfang von H&M, aber ich finde die sehr cool, weil die hat auch diese aufgesetzten Taschen für diese Street-Style-Looks sehr nice gemacht und viele Leute suchen ja solche Cargo-Shorts, dementsprechend habe ich die einfach mit reingepackt. Größentechnisch findet ihr in dem Fall jetzt, ich habe es jetzt mal einfach gesagt, weil es hier auch offensichtlich sichtbar ist, alles noch, aber auch da solltet ihr nicht allzu langsam, nicht zu lange warten, weil die Shorts-Saison kommt jetzt und die Leute suchen jetzt auch vermehrt nach Shorts. Dementsprechend, wenn ihr sowas habt, sehr nice. Für 55 Euro natürlich nicht ganz so günstig, aber ich finde sie sehr cool. Und mir zum Beispiel, ich weiß noch nicht, ob ich Richtung Beige oder Richtung Schwarz gehe. Ich finde sie auf jeden Fall cool und könnt ihr auf jeden Fall auch checken. So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece. Und das letzte Piece, was ich gefunden habe, ist diese 1947er 501 Levi's Jeans. Die habe ich bei Cali Roots gesehen. Finde ich, hat einen sehr, sehr coolen Fit. Ich würde sie wahrscheinlich einen Ticken lockerer tragen, weil die ist mir hinten im Hüftbereich schon ein bisschen zu eng. Aber ich finde, sie hat einen sehr coolen Straight-Cut-Fit. Und dementsprechend auch da ist eine Empfehlung ausgesprochen. Hat es auch in die Favorite Pieces der Woche geschafft. Das sind alles Pieces, die wirklich nicht zu extravagant sind, aber meiner Meinung nach wirklich in diesem Frühling bzw. Sommer, der jetzt kommt, auf jeden Fall nicht fehlen dürfen. Und ja, so Freunde, und das war's wieder mit dem Video. Jetzt kommen wir noch zum kleinen Gewinnspiel. Und zwar mache ich Folgendes, und das habe ich schon mal gemacht. Kommentiert euer Favorite Piece von diesen 10 Sachen in die Kommentare und ich verlose dann eins der Pieces an euch, das lasse ich euch dann zukommen, das kaufe ich dann und lasse es euch zukommen, ist nichts Gesponsertes, sondern einfach nur für meinen Kanal. Alles, was ihr machen müsst, ist schon bekannt, ihr müsst dem Kanal folgen und Hashtag Gewinnspiel in die Kommentare mit dem Piece natürlich und dann seid ihr schon am Start, keine riesige Sache und ja, das soll es auch wieder gewesen sein. Checkt auf jeden Fall auch meinen Twitch-Kanal ab. Ich streame ab und zu live auf Twitch. Findet ihr auch in der Infobox. Und lasst mir ein Abo da und ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace out.